select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Phil, ein Sieg ist immer schön, aber ich denke mal, dieser war jetzt eine richtige Wohltat, oder? Ja, absolut. Also wenn man so viele Wochen auch trotz teilweise guten Spiele, guten Phasen keine Punkte holt. Der April ist rum, jetzt haben wir Mai. Im Mai sieht es wesentlich besser aus und ja, ist eine absolute Wohltat jetzt. Tut gut. Pforzheim ist sicherlich... Also ist sicherlich auch mit dem Willen zum Sieg reingegangen. Die wollen ja auch den Abstieg verhindern. Frühzeitig ist ihnen nicht gelungen. Was hat euch heute deutlich besser gemacht? Ja, bei uns war jetzt in den letzten Spielen auch so ein bisschen der Trend zu erkennen, dass wir mannschaftlich geschlossener auftreten. Die Pforzheimer haben von Beginn an viel Gas gegeben, aber haben eigentlich relativ wenig Räume und Möglichkeiten zu spielen gehabt. Und jetzt in den letzten Spielen zeichnet uns aus, dass wir nicht dann aufhören oder irgendwann einbrechen, sondern dass wir konstant und gut weiterspielen, uns Torchancen erarbeiten und ja, absolut verdienter Sieg, würde ich sagen. Wie zufrieden bist du mit deiner eigenen Leistung heute? Du hast ein paar ziemlich starke Szenen gehabt. Ja, ist schwer zu bewerten. Dadurch, dass wir jetzt das System ein bisschen umgestellt haben und ich allein auf der 6 agiere, habe ich wesentlich weniger Aktionen nach vorne. Deshalb habe ich vielleicht auch mehr Luft auch für die Defensivaktionen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt man in anderen Räumen auch in Aktionen rein. Ob das jetzt besser oder schlechter war als die Wochen zuvor, will ich nicht bewerten. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das passt soweit. Hauptsache im Mannschaftsgefüge passt es gut mit rein und dann bin ich schon zufrieden. Vor zwei Wochen oder zumindest nach dem Spiel gegen Sandhausen hat euer Trainer gemeint, dass sich die Situation geändert hat. Ja, ist es wahr und ist es für euch was anderes jetzt nach dem Spiel und hat sich da was geändert? Will ich nicht bewerten. Grundsätzlich war das Spiel gegen Sandhausen, denke ich, für jeden Spieler, für jeden Zuschauer, für jeden, der was mit dem Verein zu tun hatte, ein absoluter Nackenschlag. Dementsprechend ist umso höher zu bewerten, wie wir jetzt agieren. Ich will nicht sagen, dass wir das vielleicht gebraucht haben, aber so wie wir aktuell auftreten, so wie wir aktuell spielen, das muss eigentlich der Maßstab sein und so sollten wir weiter agieren. Dann sollten wir auch die nötigen Punkte holen, die wir jetzt noch brauchen. Nächstes Spiel ist gleich am Dienstag gegen Reutlingen in Reutlingen. Ja, was wird das für ein Gegner und wie kann man ihn packen? Ja, die Reutlinger in der Hinrunde noch relativ weit unten in der Tabelle, haben sich jetzt in der Rückrunde absolut stabilisiert, haben zahllose Spiele jetzt gewonnen. Es wird auf jeden Fall ein richtig harter Fight, gerade in der Kreuzeiche sind die unheimlich heimstark. Ja, es wird ein richtiges hartes Stück Arbeit, aber vielleicht dürfen wir das ja jetzt sagen, können wir mal mit ein bisschen Selbstvertrauen, ein bisschen Rückenwind in so eine Partie auch reingehen. Von dem her, ja, schauen wir mal. Gucken wir mal, was da rauskommt. Guckt ihr von Spiel zu Spiel oder denkt man, ist es gut, über den Abstieg nachzudenken? Ich glaube, eine rhetorische Frage. Natürlich denken wir von Spiel zu Spiel. Wichtig ist, im Hier und Jetzt die Punkte zu holen, da präsent zu sein. Ich beschäftige mich eigentlich sehr, sehr wenig damit, was Tabellensituationen oder Konstellationen, Kalkulationen oder Ähnliches die Tabelle entsprechend betrifft. Ich glaube, das sollte man als Spieler auch nicht machen, um seine Leistung auf dem Platz auch bringen zu können. Phil, danke für das Interview und viel Erfolg. Sehr gerne. Dankeschön. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.